Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Hausflipper. Wir am 12 Nachrichten. Cool. Hä? Nee, das machen wir jetzt. Nee, hä? Das hat man doch erst. Hier, Bäume fällen, ja, das machen wir jetzt noch. Ich habe jetzt noch eine Viertelstunde Zeit, dann kommen meine Kinder nach Hause. Das heißt, eine Folge müsste ich noch schaffen können. Hoffe ich. Ja, Bäume fällen, wo? Das hier? Los. Hui. Alles klar. Der Baum ist weg und der Holzstamm auch. Wie viel muss ich denn eigentlich fällen? Den auch? Geht das nicht mit einer Dings viel einfacher? Hier, wie hieß denn das? Mit einer Kettensäge? Ich hab doch eine bei mir im alten Haus gehabt. Scheiße, die hab ich dort gelassen. Mist. Garten. 910 Quadratmeter. Ernsthaft? Wo ist der Baum hin? Lol, den hat's bis ins Nachbargrundstück gehauen. Geil. So muss es sein, wenn man die Leute nicht mag. So. Fall doch endlich um, Mann. Kannst du bald, Nachbar. Hier sind wieder zwei auf dem Fleck. Aber ich habe noch null Einkommen. Was soll das? Ja, dass ich das die richtigen Bäume fälle. Hat gespeichert, deswegen der Leck. Boah, ich hoffe, ich fäll die richtigen Bäume. Ich habe kein Einkommen. Ich mach das doch jetzt nicht für lau. Sag mal, hab ich hier nicht eine Kettensäge? Nee, ich hab nur eine verkackte Axt. Ich muss nebenbei ganz kurz auf mein Handy gucken. Ja, Instagram und WhatsApp. Nichts Wichtiges gerade. Fällst du jetzt endlich mal um, Baum? Wo ist er?
Ach, ich muss weiter nach unten zielen, um den Baum richtig zu fällen. Okay. Ist das so besser? Mann, ey, dieses Spiel macht mich kaputt. Aber es ist trotzdem geil. So, und jetzt? Soll ich noch mehr Bäume fällen? Oh Leute, ich hab die falschen gefällt! Scheiße! Ich hab die falschen Bäume gefällt! Die zwei sind das! Ups! Ja, gut. Ach, egal, würd's mir nicht so übel nehmen. Ich hoffe, ich krieg trotzdem das Geld, auch wenn ich hier gerade einen Fehler gemacht habe. Scheiße, ey. Boah, da drum erstmal einen Schluck Kaffee. Das sind die richtigen Bäume. Upsala. Oh, ich habe ein Einkommen von 73. Ja, gut. Was für ein Baumfeld? 73,11 €? Alter, der ist ganz schön billig, der Typ hier. Boah, ich muss die Speicherrate mal ein bisschen höher schrauben, dass das nicht alle 3-4 Minuten Längen tut. Ja. So, vergrabe und fülle was? Längsteich. Längsteich, okay. Sonstiges? Nein. Schmuck. Gewässer. Ey, ganz ehrlich. Längsteich. Nee, das ist Standard. Okay. So. Und Wasser rein. Alles erfüllt. Ich kriege 292. Yay. Und einmal annehmen das Geld. Das heißt, wir können in unserem Haus jetzt etwas weitermachen. Und zwar würde ich sagen, die Feinheiten kommen später dran. Wir. Ey, verputzen erst einmal die restlichen Wände, soweit wie es geht. Denn was muss, das muss. Wir müssen ja hier auch noch die ganzen Steckdosen machen. Warum ist das rot? Ach, das ist die Steckdose. Schon wieder mein Handy. Was los heute? Ich muss ganz kurz drauf gucken, ne? Die kleine Zoe hat schon wieder geschrieben. Die hat ja heute Geburtstag. Heute ist der 2.10., wo ich diese Folge aufnehme. Also wisst ihr Bescheid. Ich produziere wieder etwas vor. Aber das ist nicht so schlimm. Denn ich habe kaum Zeit, dadurch, dass die Kinder momentan dauerhaft bei mir sind. So.
Ach ja. Diese wunderschöne Gipsarbeit. Ja, aber die Küche könnten wir auch bald einrichten. Ich werde die Tür hier sogar wegmachen und hier kommt eine Wand rein. Ach, stimmt, ich muss das da oben erstmal wegmachen. So und so. Wir werden aber auch nicht für immer in diesem Haus bleiben, sage ich gleich so, wie es ist. Wir werden irgendwann auch hier wieder ausziehen. Spätestens, wenn wir so viel Geld haben, dass wir uns eine riesen Villa leisten können. So, das sieht nämlich auf jeden Fall schon mal viel besser aus. Und hier ganz kurz verputzen. Ja. Ach, schon wieder das Speichern. Ah. So, denn ich will irgendwann wirklich ein riesengroßes Haus haben. Okay, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt gespannt, genießt den Tag und bye bye.